Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung legt uns heute wahrscheinlich zum letzten Mal das Mandat für den Einsatz der Bundeswehr in Darfur vor. Und wenn wir Linken auch diesmal Nein sagen, dann appellieren wir nicht für Nichtstun. Im Gegenteil, wir wollen an die Wurzeln des Krieges. Machen wir uns doch nichts vor, dass die UNO und die Afrikanische Union diesen teuersten aller Militäreinsätze beenden wollen, das hat ja wenig damit zu tun, dass die Ziele erreicht wären. Und niemand glaubt in allen Ernstes daran, dass der sudanesische Präsident Omar al-Bashir, der mit internationalem Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht wird, jetzt plötzlich seine Verantwortung für die Menschen in Darfur entdeckt. Das glauben noch nicht mal die Menschen im Sudan, wo es seit Dezember letzten Jahres immer wieder Massenproteste gegen die gestiegenen Preise für Brot und Treibstoff gibt und wo jetzt nach Dutzenden von Todesopfern und Tausenden von Verhaftungen die Massen immer lauter den Rücktritt der Regierung fordern. Einer Regierung, mit der Deutschland und die EU neuerdings kooperieren. Die Bundesregierung schreibt in der Mandatsbegründung, trotz der Situation im eigenen Land spielt Sudan teilweise auch eine stabilisierende Rolle in einer instabilen Region. Und deswegen bekommt al-Bashir aus einem Programm zur Kontrolle von Flüchtlingsströmen nun auch technische und Ausbildungshilfe von der EU. Ausbildung für seine Grenztruppen, unter denen sich auch Offiziere der berüchtigten Janjaweed-Milizen befinden. Genau die, die in Darfur 2003 für schlimmste Verbrechen verantwortlich waren. Meine Damen und Herren, Flüchtlingsabwehr, das ist der neue Schwerpunkt der Sudan-Politik. Nicht Frieden, nicht Menschenrechte. Und das ist zutiefst zynisch, und das lehnen wir als Linke ab. Durch ihre Fixierung auf den Militäreinsatz wurden Jahre verschenkt für echte Problemlösungen. Die Dürre bedroht in Darfur die Landwirtschaft. Der Krieg in Darfur zerstörte viele Schlachthöfe. Der Krieg in Libyen die Absatzmärkte. Und deshalb gibt es viel zu viel Vieh, das braucht Futter und Wasser. Aber es schafft den Viehzüchtern keine Einkommen. Und diejenigen, die Ackerbau treiben, bräuchten hitzebeständiges Saatgut. Das gibt es sogar im Sudan, es kommt nur nicht an in Darfur. Und die Konflikte zwischen diesen beiden Gruppen sind immer wieder Anlass zu schwersten Gewaltakten, gerade auch gegen Frauen und Kinder. Und gegen all diese Probleme hilft eine Blauhelm-Mission, die sich kaum aus den geschützten Stützpunkten heraustraut, gar nichts. Stattdessen bräuchten wir eine Kombination aus Friedensförderung und Aufbauhilfe, eine wirksame Klimaschutzpolitik und ganz, ganz wichtig, Absatzmärkte für landwirtschaftliche Produkte. Für die Linksfraktion fasste es Norman Pech vor 12 Jahren so zusammen. Wenn Sie alle Mittel, die Sie nun wieder in ein militärisches Mandat stecken, für ein großes ziviles Friedens- und Wiederaufbauprogramm bereitstellten, hätten Sie unsere ungeteilte Zustimmung. Denn uns trennt doch nicht die Sorge um die Menschenrechte und das kriegszerrissene Land, sondern die Mittel, mit denen Sie diesem Land und seinen Menschen zu Leibe rücken. Dafür bekommen Sie die Zustimmung der Linken nicht. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Friedrich Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen.